So, Hallihallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu meinem Let's Play Lego Jurassic World. Ja, wir haben im letzten Part, also in der letzten Folge, haben wir wirklich eine Menge geschafft. Also, wir haben mal eben komplett die vom Film 2 die Oberwelt geklärt und fangen jetzt an, die Level durchzugehen. Wie ihr wisst, ich werde es so halten: das, was ich einsammle, sammle ich ein, und das war's. Also, wie ich es halt immer halte, schnelles Einsammeln und fertig. Weil das geht Das definitiv wusstest du noch einfacher und nicht. schneller. Wenn ich alles eingesammelt habe, werde ich halt immer den Part completo beenden. Das heißt, sobald ich Doch alle warte, bis Minikits diese und so habe, Fahrzeuge ist bereit sind, vorbei. gehen wir nirgendwo hin. Jupp, ich weiß. DNS. Erklär mir doch bitte noch mal, warum du nicht die Reifen holen kannst, Carl. Das Regal ist echt hoch. Da kriege ich Nasenbluten. Diese Motorenteile Du wollen einfach nicht halten. reparierst. Kannst du es mal probieren? Na hallo. So wie Jetzt ihr ja von stürzt mir mir das wisst, Kätzchen. wir haben Minikit-Detektoren und Lautes Kätzchen. alles. Danke. Wen hätten wir hier noch? Ne, du bist zum Gleiten. Haben wir denn? Doch, der kann auch was werfen, gut. Ja. Joa. Der Tee hat auch schon teilweise wieder ein bisschen geholfen, aber wie gesagt, ich merke wirklich einfach nur, dass es mir nicht gut geht. Und das ist halt einfach das, was das Ärgerliche daran ist. Dass ich mich nicht gut fühle. Du bist definitiv kein Akademiker. Könntest du das denn? Ja, okay. Mr. DNS könnte das. Heute ist es so warm, ne? Machen wir diesmal direkt fertig, nicht wie beim normalen Let's Play, wo ich euch mal gezeigt habe, was passiert, wenn ihr es andersfarbig macht. Nein, ist mir egal. Ja, zeige ich dir auch gleich. Drücken. Ach ja, das geht alles relativ schneller so.
Nein. Und Sicherheit vor Schiffen sind mir relativ egal. Hauptsache, wir kriegen das hier alles schleunigst hin. Mal gucken, ob ich zwei Level schaffe in einem Part oder ob ich nur ein Level in einem Part schaffe. Meine Nase, ey. Und es ist schon ärgerlich, krank zu sein. Dann bist du müde, dann bist du alles Mögliche durcheinander. Das ist echt nervend. So, wir brauchen da eine weibliche Person. Aua. Darauf habe ich natürlich nicht geachtet, aua. Jetzt töte ich mich hier. Dankeschön. So, wie sie da zurückkommt, ist mir egal. Was machst du hier unten? Das ist böse. So. Dann könnt ihr die Claire mal eben wieder zu Barry werden, weil den brauche ich hier unten nochmal. Gehört da nicht noch ein Dach auf das mobile Labor? Oder ist das die Roadster-Version? Naja, auf der Insel regnet es vielleicht. Wir sollten zumindest den Karten daraus machen. So, jetzt kommst du zu Mr. DNS gehen. Ja, warum ist der DNS kaputt? Das ist mir egal. Als Dino verkleidete Leute verprügeln. Für das nächste Minikit. Damit haben wir in dem schon Abschnitt alle, weil wir sehen hier nichts mehr angezeigt. Das heißt, es geht jetzt auf den nächsten Abschnitt schon mal zu. Also es kann auch gut möglich sein, dass wir es oft nicht hinkriegen. In meinem typischen 28 bis 30 minütigen Videopart Länge die also zwei Level unterzubringen. Aber man kann es hier nur versuchen. Wie gesagt, Zwischensequenzen breche ich ab, weil das bringt uns wenig, uns sie immer wieder anzugucken. Mal bitte auf. Was ist eigentlich mit dir? Tauchst du auch da rein? Ja. Gut. Das ist der Vorteil. Oh.
Nein, Mr. Dan, es hat Angst. Hat Angst vor dunklen Orten. Timmy. Nehmen wir mal den Raptor, da können wir das auch bauen. Da leider brauche ich hier einen zweiten Mann. Moment, ich muss mich mal eben darum kümmern, dass die blöden Korpis nicht immer alle 5 Meter wiederkommen. Ja, verhau mich. Nervt mich nicht. Was kann eigentlich Mr. DNS eigentlich alles so? Akrobatik, Lego-Gegenstände verwenden, Lego-Ziele treffen, Gleichungen lösen. Eigentlich kann Mr. DNS sogar fast alles, ne? Naja, Mr. DNS kann auch wirklich werfen. Kann er auch suchen? Jo, Mr. DNS kann eigentlich so gut fast alles. So. Zwei Stück fehlen uns noch. Oh, was muss ich hier machen? Ah, buddeln, kannst du das? Nein. Warte, bevor ich den Charakter wechsle. Mach schon mal auf. Dann nehme ich aus Gewohnheit einfach mal Alan. Ich wollte nämlich schon sagen, ich weiß, dass im letzten Kapitel nur eins ist und wir haben ein paar zu viele gehabt. Foto Nummer 1. Foto Nummer 2. Foto Nummer 3. Schießen Sie! Wir beschützen doch nur Ihr Baby. Hm.
Ja, da mit den Dino-Knochen, genau. Lass es. Aua. Moment, ich muss mal jemanden haben, der eben besser schießen kann. Ach. Geht doch. So, schwupp, dann können wir das nämlich hier beenden, zu Ende zurückkehren, speichern und verlassen. Das ist der schöne Vorteil, ich kann jetzt hier leichter die Level beenden, einfach. Muss mir da vieles nicht mehr antun, ich zeige euch auch nicht mehr alles hier, wahre Überlebende, bla bla, also das kennen wir. Die Minikits lasse ich durchlaufen, also immer das, was wir dazu bekommen, lasse ich weiterhin durchlaufen. Ein Stegosaurus-Skelett. Das hatten wir ja schon vorher und halt, dass wir einen goldenen Stein fürs Minikit bekommen, wissen wir. Ich denke mal, ich werde den Part auch ein bisschen länger machen, weil wie gesagt, wir gehen jetzt ins nächste. Haben hier noch ein paar und haben auch hier noch ein paar. Deswegen Sabotage und Lager und das machen wir jetzt alles nochmal eben durch. Nicht mehr so gut, so da mal eben. Aber ja, wir werden das jetzt noch durchmachen. Wenn man den Wecker stellt, werde ich noch ein paar Minuten drüber machen, bis wir das Level durch haben. Wie gesagt, ich versuche in meinen 30 bis, manchmal sind es ja 40 bis 50 Minuten, Videos maximal 2 Level zu schaffen. Ist es immer noch bekannt? Wie viel Betäubungsmittel habt ihr denn benutzt? Ich dachte, es wäre ein Stegosaurus. Ich habe echt schlechte Tiefenwahrnehmung. Was ist denn mit dir? Das ist eine Tierpflegerin. Muss ich mir den wirklich mal selber raussuchen, wieder? Brauche nämlich hier einen, der Fritzelblitz macht. Ohne Fritzelblitz geht es nämlich auch nicht weiter voran. Wer seid ihr? Die dürfen nicht hier sein, auf sie! Yep, und wir dürfen nicht hier sein, auf sie. La 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 la. Hatten wir ja schon mal. Nein, der falsche. Raus mit dir. Das Minikit da oben, auch wenn es da so liegt, das hatten wir schon. Auch wenn dann Pfeil hin zeigt, das ist aber in einem späteren Bereich des Levels. So, die Tierärztin guckt, was der Pachycephalosaurus hat. Wir müssen ihn aber nicht heilen, wir müssen einfach nur kurz gucken, was er hat, sonst kommen wir halt nicht weiter. Jemand hat den Pachycephalosaurus freigelassen. Ja. Dieser jemand war außerdem ich. Thank you.
So, dann hätte ich gern die Dilophosaurus. Jetzt haben wir genau das Skelett natürlich erwischt. Ich wollte aber kein Dilophosaurus-Skelett, ich wollte schon den normalen. Hoppala, falsch getroffen. Na, ich sollte auch richtig treffen. So, 1 von 3. Gut, da hilft uns kein Dilophosaurus mehr. Da brauchen wir so jemanden wie Claire oder Sarah. Jetzt brauchen wir gut, dann sind einen Parasaurus, der macht auf. Na komm. Mich verwirken gerade Sonnenstrahlen. Was zum? Auf dieser Insel sollte sonst niemand sein. Ergreift sie! Na. Hier sollte sonst niemand sein. Ist das nicht furchtbar? Wir sind aber hier. Und damit müsst ihr jetzt leben. Na, ich bin zu nah am Gehege dran. Sehr angespuckt. Hala. Sehr angespuckt. War das fertig? So. Was machst du hier unten, liebe Tierärztin? Machen wir das einmal den Stego frei. Ich kümmere mich aber gleich erst Stego, weil was ich jetzt eher erstmal machen möchte, ist. Lassen Sie mich von den geplanten Attraktionen für den neuen Park erzählen. Als erstes haben wir einen Parycephalosaurus Streichelzug geplant. Diese Dinosaurier haben zwar alles, was Zunge rausstrecken. Na. Ein weiterer Plan ist es, die langen Hälse der Brachiosaurier als Rutschbahnen zu verwenden. Da es sich um Pflanzenfresser handelt, ist es unwahrscheinlich. Uchala. Was dort besonders profitables Geschäft sollte das Tizi. Das noch und danach haben wir das letzte. Es handelt sich um eine Variante der nächsten Jahrmarktsattraktion, nur dass die Ringe dabei auch nicht gezielt geworden. Wir müssen uns nämlich hier darum kümmern, dass wir die Leute befreien. So, könntest du mal eben zu der Tierpflegerin werden. So, Blume gießen. Mach 2 Minikits. Beide aber nicht mehr in diesem Abschnitt. Jetzt holen wir uns die Triceratops. Eigentlich, warum hole ich die Triceratops? Es geht hier zum stupide Umstoßen und so weiter und so fort.
worum er der Triceratops herkommt. Ich habe die ja nicht befreit, sagen, aber... dass sie bereits naja, läuft. Das ist aber das, was ich ja sage. Also hier geht das jetzt im Schnelldurchlauf. Vielleicht schaffen wir es gerade so noch mit dem Minikit. Er hat sich das Bein gebrochen. Schaffen wir ihn in den Wagen. Hast du überhaupt eine Ahnung, was das ist? Komm schon, mach die Tür auf. Du bist irre. Wo willst du hin, Dad? Mami ist stinksauer. Wird ein interessantes Kapitel in deinem Buch. So, dann klettern wir mal wieder wie beim letzten Mal ganz lieb hier hoch. Oben drauf ist das okay. Wollen wir jetzt erstmal hier alles kurz und klein machen. Dann hier die Charakter absuchen, die wir hier brauchen. Genau, das Buddeln wird Minikit sein. Das hätte ich mir aber auch allgemein schon gedacht. So. Mal gucken, da haben wir zumindest meinen Timer um. Dann gehe ich jetzt als allererstes als Velociraptor suchen. Suchen, 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 suchen. Minikit gefunden. Naja, noch nicht ganz, eine Blume gefunden. Dann gehen wir zurück auf die Tierärztin. Sie gießt. Minikit. So. Dann wollen wir mal gucken. Brauchen jemanden zum Graben. Entschuldigt. Mein Hals kratzt mal wieder wie der, warum? Dann fehlt uns ja jetzt nicht mehr viel. Da war nur Geld. Ich weiß gar nicht mehr, wie kam ich da nochmal hoch? Bin ich mir total unsicher. An den Stellen waren alles nur Stats. Was ist das? Das ist, kann der Raptor da? Nein, schnüffeln kann er dann nicht. Weil da war vorhin noch die Blume, ne? Genau. Ist Kater eigentlich auch einer, der suchen kann? Nein. Also Kater kann auch nicht suchen. Dann brauche ich jemand anderen, der suchen kann. Er kann suchen. Ah, ich sehe aber, was ich machen muss. Um an den Bernstein zu kommen.
Dafür muss ich den trotzdem erstmal runter haben. Ich hab's gerade entdeckt. So, dann ziehen wir dich jetzt runter. Das heißt, den hätte ich früher auch schon mitnehmen können, da hatte ich aber nicht mehr dran gedacht. Ja, da hätte ich einfach nur hier hinlaufen müssen. War ärgerlich, aber ist halt so. So, damit haben wir das Level auch fertig. Das heißt, ich kann das Level auch beenden. Und damit auch für heute erstmal den Part komplett beenden. So. Der Korpi, das habe ich auch erkannt am Brüllen. Dass das unser kleiner Korpi ist, das heißt, wir hätten eigentlich die Inseln komplett abarbeiten können. Hätte ich mich daran nochmal erinnert, aber das ist halt das, ich vergesse halt auch mal was. So ist es nicht. Und immerhin, wir haben jetzt das nächste, wir haben jetzt schon 105 von 200. Läuft ja nicht ziemlich flüssig, wir sind bei 74%. Die nächsten Parts werde ich halt hier in das Level, also werde ich versuchen, die drei Level noch zu kriegen. Aber nebenbei können wir mal eben ruhig in dem letzten bisschen mal eben die Korpi-Sachen von der ersten und zweiten Oberwelt nehmen. Das heißt, wir laufen hier mal eben hin, holen den goldenen Stein da hinten, den ich letztens nicht holen konnte, weil ich da noch keinen Korpi hatte. Und dann holen wir den auf der anderen Insel nochmal und dann beende ich den Part. Und wir holen uns auch... Einerseits gab es ja einen roten Stein, aber den werde ich auch noch holen. Ich glaube, der war aber... War der hier auf der Insel oder war der... Auf welcher Insel? Ne, der war auf der dritten. Ja gut, dann werde ich den eh holen, wenn wir auf der dritten rumlaufen, weil dann werde ich jetzt nicht, wer weiß, wie durch die Gegend tuckern. Nur weil wir jetzt da den Korpi haben. So, hierhin sollst du dich porten, bitte. Und wenn ich jetzt das geportet habe und das gemacht habe, dann werde ich, wie gesagt, den Part jetzt hier beenden. Gleich porte mich natürlich nochmal zurück zum nächsten Gebiet, wo wir anfangen werden. Aber sonst, wie gesagt, bleibt das dabei, dass ich freundlich den Part gleich beenden werde. So, hier dran und fertig. Damit haben wir auch komplett Jurassic Park abgeschlossen. Wie ihr seht, da ist echt nichts mehr. Jurassic Park 2 ist auch von den goldenen Steinen und so nichts mehr. Und als nächstes Level wäre ja halt die Jacken, aber wie gesagt, das werde ich jetzt nicht anfangen. Aber wir porten uns mal hier zu der Karte hin. Stellen uns dann einfach so hier auf die Map. Und wie gesagt, beenden jetzt hier den Part. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, den ihr habt.
vielleicht. Und sonst halt erholt euch gut und man hört sich wieder. Ciao, ihr Lieben.